So, hallo Freunde der Sonne, zu einem spontanen Vlog, der war eigentlich gar nicht geplant. Wenn ihr im Stream aktiv dabei seid, wisst ihr ja, heute ist der 5. April tatsächlich, ich habe heute Geburtstag. Ich wurde spontan mitgenommen, Überraschungsreise für 2 Tage nach Barcelona. Ja, und wer sich ein bisschen mit Fußball beschäftigt, weiß, heute 5. April, El Clasico. Tatsächlich habe ich Tickets geschenkt bekommen, 2 Stück fürs Clasico heute. Das ist random, aber ich beschwere mich nicht. Auf jeden Fall werde ich zum ersten Mal in meinem Leben ins Camp Nou gehen. Ich glaube, die Gelegenheit werde ich auch so schnell nicht mehr bekommen. Ich bin schon, wie gesagt, seit gestern hier. Ich habe schon ein paar coole Sachen gemacht. Ich kann euch vielleicht so ein paar Videos zeigen oder ein paar Fotos, wenn ich noch welche finde, die ganz gut sind, die ich euch einblenden kann. Para Messi, 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 Messi. Habe da jetzt aber nicht so viel gesprochen, weil ich eigentlich auch nicht geplant habe zu vloggen, sondern eigentlich wollte ich die Zeit genießen. Aber ich werde versuchen, dass ich im Stadion ein paar coole Aufnahmen mache. Ich kann euch gleich noch kurz vielleicht das Zimmer zeigen, noch meinen Ausblick. Sehr schön auf jeden Fall hier. Sehr, sehr cool. Morgen geht es schon wieder nach Hause. Ist wie gesagt nur ein Kurztrip. Aber schön auf jeden Fall, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, der Vlog wird was Cooles. Ich hoffe, ich kriege was Cooles auf die Beine gestellt. Und denkt dran, Daumen nach oben nicht vergessen. Kommentar, wenn es euch gefällt. Für den Support auch ein Abonnement ist ganz cool. Und ich würde sagen, ich zeige kurz das Zimmer, kurz die Aussicht und dann wahrscheinlich erst, wenn es losgeht, ins Camp Nou. Ist jetzt, ich glaube, 17.30 Uhr. Wir wollen so 19 Uhr ungefähr losfahren, ganz entspannt. Und genau, let's go. Also es ist nichts Spannendes, Freunde der Sonne. Es ist ein kleines Zimmer. Erfüllt seinen Zweck, das ist das Wichtigste. Man ist eigentlich eh nur hier zum Pennen. Wie gesagt, die meiste Zeit verbringen wir ja draußen. Ganz entspannt, sogar noch mit einem kleinen Fernseher und sowas. Also aber nichts Besonderes. Trotzdem nehmen wir mit. Man kann gut schlafen drin, das ist die Hauptsache. Genau, ihr seht schon ein bisschen was von der Aussicht. Ich würde sagen, ich cut kurz, dann gehen wir raus auf den Balkon, dann zeige ich euch ein bisschen was. So geht's nach draußen. Direkt auf den Platz. Ganz entspannt. Ich fand es relativ laut, ist eigentlich immer viel los. Aber ist sehr, sehr cool und macht auch sehr viel Spaß. Da bin ich schon die ganze Zeit hoch und runter gelaufen. Ihr seht die Skyline. Aussicht ist sehr, sehr gut. Dahinter geht es immer weiter. Und auch da noch. Ganz dahinter geht es dann auch zum Meer in die Richtung und so. Also sehr, sehr schön. Ich bin sehr zufrieden. Ein sehr cooles Geschenk. Und genau. Ich werde jetzt, denke ich, erstmal nichts Großartiges mehr machen. Noch kurz ein bisschen entspannen. Und dann machen wir uns auf den Weg ins Camp Nou. Ich guck mal. Ich versuche natürlich auch die Atmosphäre und so zu genießen. Ihr wisst, normalerweise vlogge ich auch manchmal alle Tore, alle Situationen, 20 Minuten. Aber dann habe ich schon gemerkt, kriegst du nicht immer alles vom Spiel mit, weil du sehr konzentriert bist auf den Vlog. Du musst immer gucken, wo fällt da was? Direkt Kamera hoch. Ich versuche so eine Mischung aus beidem zu machen. Ein paar coole Aufnahmen, aber auch zu genießen, weil ich mein Camp Nou beim Clasico, mein erstes Mal. Ich glaube, besser geht's fast gar nicht. Ich freue mich sehr, ich bin sehr gehypt, wie ihr vielleicht auch merkt. Und genau, wir sehen uns auf jeden Fall dann, wenn es losgeht. Und natürlich auch kurz als Randinformation, wer es nicht mitbekommen hat, wer sich vielleicht nicht damit so komplett auseinandergesetzt hat. Das Hinspiel hat Barca mit 1:0 gewonnen. Gibt ja Hin- und Rückspiel, das heißt, heute kann auch alles Mögliche passieren. Vielleicht sind sie auch bis 0 Uhr da, weil es ins Elfmeterschießen geht. Wäre natürlich cool, ich hoffe, es fallen viele Tore, ganz entspannt. Genau, bin sehr, sehr gehypt, ich freue mich wirklich sehr. Und genau, jetzt seht ihr uns aber erst wieder, wenn es losgeht. Ich bin da. Oh, was für ein Ausblick. So Freunde, ich bin jetzt schon mittlerweile im Stadion. Überall riecht es nach Weed und überall krokieren schon alle rum. Willkommen in Barcelona. Nice, sehr, sehr coole Stimmung jetzt schon. Wir sind zwar nicht in München, da ist es ein bisschen anders. Kann man nicht vergleichen. Ist sehr, sehr cool hier. Könnte heute sehr, sehr laut werden, sehr, sehr knallen. Und ich bin gespannt. So sieht es hier aus. Könnt ihr mal einen kleinen Einblick haben. War auch noch nie hier. Da ist schon Farbe vom Rasen. Aber wie gesagt, es dauert noch. Wir haben es 19:48 Uhr, Spiel startet um 21 Uhr. Erste Stadionsicht. So, das ist die Stadionsicht. Wir haben bessere Sicht, geht fast gar nicht. Wir sitzen perfekt mittig und unten. Wir sehen alles. Sehen kommt die Spieler raus. Mein Tipp ist 2:1 heute. Essen ist auch schon besorgt, Freunde. Getränke auch schon.
kann langsam losgehen, aber dauert noch ein bisschen. Ja, es dauert noch, aber der Himmel, ihr seht, es sieht sehr schön aus. Ich verstehe, was alle haben mit dem Kanu. Ich verstehe es langsam. Oder Spotify-Kanu, was soll ich mir sagen wollte. Das Ding ist schon da. Nicht mehr lang und dann geht's los. Was für eine Stimmung, heilige Scheiße. So Freunde, es ist jetzt Halbzeit. Es steht noch 1-0. Ich habe gerade die Szene noch gefilmt vom Barca. Und dann ist direkt das Gegentor gefallen. Ich hoffe, ihr könnt mich soweit gut hören. Es geht bald weiter. Und bis jetzt sieht es eigentlich nicht so spannend aus, es ist noch nicht so viel passiert, noch nicht so viel spannende Situation, deswegen habe ich auch noch nicht so viel gefilmt. Aber ich hoffe, in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, steht jetzt 1-0
und dann schauen wir mal. Mein persönliches Highlight bis jetzt ist tatsächlich die Stimmung. Ich erzähle euch später dann noch ein bisschen mehr, wenn ein bisschen Ruhe ist, aber es ist geisteskrank hier. Also es geht so ab, ist nicht zu vergleichen wie mit der Allianz Arena. Muss leider so sagen, aber ich erzähle euch gleich nochmal da was dazu. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr bekommt soweit alles mit und hört mich auch gut und auch, dass die Stimmung gut rüberkommt. Ich habe versucht, auch mit Weitwinkel zu filmen und so, dass das gut ankommt und euch gefällt der Vlog. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zuschauen, es ist geisteskrank hier. Also gestern war ich noch in München am Flughafen und jetzt bin ich auf einmal hier in Barcelona im Camp Nou. Sehr, sehr coole Sache und ich hoffe, euch gefällt es auch soweit. Freunde, Barca kommt wieder, ihr hört es vielleicht, das ist verrückt. Gleich ans Tor. Let's go, zweite Halbzeit. 1-0 für Real. Barca muss was tun. Come perro! Elfmeter für Madrid, Freunde. Jetzt wird's bunt. Benzema mit Nummer 4. 4 Tore im Klassiko. Der Typ, unnormal. Unnormal. Bisschen El Clasico-Feeling zum Schluss noch. Sei già voluto, si comincia a parlare.
4-0 Endstand. Benzema viermal. Macht zu Hause noch ein ausführliches Statement, aber war, wenn man nicht gar Barca-Fan ist, cooles Spiel zum Anschauen, hat Spaß gemacht. So. Letzter Blick aufs Camp Nou und dann geht's zurück. Sehr, sehr cool gewesen. So, guten Morgen, Freunde. Es ist mittlerweile schon ein neuer Tag. Ich habe jetzt gestern Abend dann nichts mehr gevloggt. Ich gebe euch noch ein bisschen ausführlicheres Statement zu meinem Besuch, zu meinem Fazit im Camp Nou. Und erstens muss ich sagen, es war Benzema, der hat nur 3 Tore gemacht, nicht 4. Vinicius hat das eine gemacht. Ich dachte, das war Benzema. Genau, das war das erste. Ansonsten, ey, es war sehr, 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 sehr cool. Also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Es ist eine ganz andere Stimmung im Vergleich jetzt zu Deutschland. Gut, man muss natürlich manche Sachen beachten. Es ist einerseits Klassiko gewesen. Denke ich mal, da ist es noch ein bisschen hitziger. Und zusätzlich passen ja auch ins Camp Nou viel mehr Leute rein, als zum Beispiel jetzt in die Allianz Arena. Aber es war wirklich geisteskrank. Also Leute haben sogar Kopfhörer aufgehabt. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ich denke mal, wegen der Lautstärke, wegen was sonst. Dann so Schlägereien im Stadion. Bei jeder Aktion, wo der Schiedsrichter wurde beleidigt, Mittelfinger sind geflogen, es wurde die ganze Zeit gepfiffen, aber was auch krass war, jede Situation wurde beklatscht, wirklich alles war mit komplett 120% Emotion mit dabei, also sehr, sehr cool. Es ist von der Stimmung her sehr schwer zu vergleichen, also es war wirklich sehr, sehr krass. Für meine Verhältnisse das Krasseste, wo ich bis jetzt war. Gut, jetzt werden vielleicht viele von euch sagen, gut, ich war bis jetzt auch fast nur in der Allianz Arena. Aber nein, auf jeden Fall, es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin jetzt auch heute mit Donnerstag, ich bin jetzt kurz davor auf die Rückreise. Genau, ich hoffe, der Vlog hat euch auf jeden Fall gefallen. Ich denke, es wird nicht mehr viel kommen. Es war noch so mein grobes Fazit vom Spiel her. Genau, können wir auch noch was dazu sagen. Katastrophe. Also, ich muss sagen, 4-0 ist ein bisschen zu hoch. Also 4-0 hat es jetzt nicht hergegeben. Aber Barca hat offensiv echt fast nichts gemacht. Also, da war nichts. So, es gab nicht. Gut, es gab diese eine Situation, wenn ihr im Vlog gesehen habt, von Araujo, wo er knapp daneben war. Das war beim 2-0. Wenn er den eventuell reinmacht, oder was heißt, wenn er den eventuell reinmacht? Schade, dass es kein Tor gab für Barca, weil das hätte ich echt gern gesehen, wenn die Hütte bebt. Dann wäre es abgegangen, weil dann hätte es ja insgesamt 2-2 gestanden mit dem Hinspiel. Aber ist wie es ist. Real Madrid hat trotzdem verdient gewonnen, weil Barca einfach zu wenig gemacht hat. Aber 4-0 ist ein bisschen zu hoch. Trotzdem, sehr, sehr cooles Spiel gewesen, wie gesagt. Es sind ein paar Tore gefallen. Ich habe jetzt auch, ich glaube, nur den Elfer von Benzema auf Kamera, weil ich versucht habe, wie gesagt, ja auch davor ein bisschen den Fokus zu halten auf ganz entspannt die ganzen Situationen und so, dass ich nicht immer nur vlogge. Und trotzdem hoffe ich, es hat euch auf jeden Fall gefallen, ein paar Einblicke. Es war eh spontaner Vlog, war gar nicht geplant. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wann es auch immer das gibt. Es ist eigentlich erstmal nichts geplant, aber wir werden schon sehen. Danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und Küsschen, bis zum nächsten Mal.